der Hohen Wand organisierte der österreichische Bergrettungsdienst eine Schauübung. Bereits 1896 wurde nach einem schweren Bergunglück auf der Rax der erste Bergrettungsverein ins Leben gerufen. Die heutige Landesgruppe Wien Niederösterreich gehört seit dieser Zeit, was die Bergungsmethoden und die Ausrüstung betrifft, zu den führenden Bergrettungsdiensten der Welt. Auch die meisten Hilfsgeräte, die sich international bewährt hatten, wurden von Österreichern entwickelt. Mehr als 6000 Bergrettungsmänner leisten in Österreich ihren freiwilligen Einsatzdienst. Einen Großteil ihrer Freizeit verwenden sie für Übungen und Lehrgänge. 5 Tage lang stand die niederösterreichische Grenzstadt Marchek im Zeichen eines internationalen Falkner-Treffens. Falkner aus Ungarn, der CSSR, England, Deutschland und Frankreich trafen sich mit ihren österreichischen Freunden, um mit ihren Falkenhabichten und Adlern auf die Beizjagd zu gehen. Umfangreiches Jagdwissen, viel Tierliebe und noch mehr Geduld gehören zu einem guten Falkner. Gejagt werden vor allem Hasen, Fasane, Wildenten und auch Reiher. Eine Flugvorführung gewährte den Laien einen guten Einblick in die Geheimnisse der Beizjagd.